Frau Koll, schön, dass Sie Zeit haben. Sie sind heute bei dem Studientag, wo es um die pastoralen Herausforderungen zur Missbrauchsthematik geht. Sie sind ja ganz positiv eingestellt. Heilung ist möglich dort, wo eine große Wunde in der Kirche geschlagen ist. Wie ist das möglich? Ja, es braucht natürlich eine ganz große Sensibilität für die Gewalterfahrungen, die die Opfer machen. Also die ersten, die da gefragt sind, sind wirklich die Opfer selbst. Und das auch auf verschiedener Ebene. Also ich habe eben davon erzählt, dass ein neues Buch rausgekommen ist, Wenn der Boden nicht mehr trägt. Da geht es genau um das Thema, wie kann Seelsorge pastoral auch dazu beitragen, dass Menschen eine gute Begleitung erfahren, wenn sie sich auf den Weg der Heilung machen. Ein ganz tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Und da braucht es natürlich eine große Sensibilität für die Situation. Und ich glaube auch, es braucht das, was ich zum Schluss im Vortrag eben beschrieben habe, so den eigenen Glauben an die Auferstehung. Selbst daran zu glauben, dass ein Weg aus dem Tod heraus möglich ist, dass das Leben sich Bahn bricht, mitten im Tod, auch mit in Gewalterfahrungen. Und selber daran zu glauben und das auch verkörpern zu können, um vielleicht auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, diesen Weg der Heilung zu beschreiten, sich darauf zu wagen und darauf zu vertrauen, dass das Leben neu nochmal kommt, auch wenn man eigentlich denkt, es ist irgendwie alles zu Ende und furchtbar und die Gewalt ist so übermächtig. Was empfehlen Sie den Präventionsbeauftragten? Was sollen Sie jetzt an Heilungsarbeit leisten? Ja, da bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig, weil ich ja nicht aus der Arbeit komme. Von daher, das wissen die natürlich nochmal selbst besser. Was ich beitragen kann, ist meine theologische Perspektive. Und ich glaube schon, dass Rituale mit den richtigen Worten, mit den richtigen Gesten, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, dass sie sehr wirksam sein können, auch in Heilungsprozessen. Das heißt also, die Kirche ist herausgefordert, mit den Opfern von sexualisierter Gewalt Rituale zu entwickeln. Also die gibt es ja noch nicht, ne? Da brauchen wir auch Kreativität, muss man auch ausprobieren, sehr behutsam. Rituale zu entwickeln, die auf dem Weg der Heilung unterstützen Menschen. Und solche Heilungsrituale können tatsächlich eine große Bedeutung erlangen, weil Rituale ja genau dazu da sind, Schwellenrituale, um Menschen quasi aus einer bestimmten Situation hinüberzuführen in eine andere Situation, um diese Überschreitung notwendig zu machen. Also nicht mehr im Bann des Todes zu stehen, mit dem sexueller Missbrauch Menschen wirklich bedroht, sondern auf das Leben hinzuschauen und dessen Kräfte auch wieder neu erfahren zu können. Das sind Rituale ungeheuer wichtig. Und ich bin sehr gespannt, was die Präventionsbeauftragten und die Missbrauchsbeauftragten in den nächsten Jahren da entwickeln werden. Ich glaube, da tut sich schon viel und da ändert sich was und ich bin da ganz gespannt drauf. Ich habe ja auch das Stichwort gebraucht, triggerfrei arbeiten. Man muss natürlich auch wissen... Was heißt das? Genau, Trigger ist so der Auslöser, die Übersetzung ist einfach Auslöser. Wenn jemand Gewalt erfahren hat, dann gibt es immer so bestimmte Schlüsselereignisse, die quasi in das Trauma zurückführen, Menschen. Also wenn zum Beispiel, es kann ein Wort sein, oft ist es ein Wort. Und wir müssen uns darum bemühen, dass wir quasi auch Gottesdienste so gestalten, dass wir versuchen, möglichst die Trigger zu vermeiden, die weit verbreitet sind, schlicht und ergreifend. Also zum Beispiel ein Mädchen, das vom Vater sexuell missbraucht worden ist, für das ist es ungeheuer schwierig zu sagen, Vater, deine Wille geschehe. Das ist ein Trigger unter Umständen und dann kann sie nicht in diesen Gottesdienst gehen. Ne? Und von daher stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Und also die Frage nach sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch durch die Kirche und auch die Vertuschung, das ist vielleicht noch am allermeisten die Vertuschung, die stellt uns vor ganz enorme theologische Herausforderungen. Das ist nicht an der Oberfläche, sondern da geht es auch wirklich um die Theologie. Vertreten wir tatsächlich die Botschaft, dass wir Menschen heil bringen wollen oder wollen wir Unheil bringen letztlich? Ne? Also es war ja so in der Situation, vor 10 Jahren ist das rausgekommen. Wir haben gesagt, wir bringen das heil. Aber die Menschen haben Unheil gebracht, auch die Institutionen haben Unheil gebracht. Und wie kommen wir daraus? Das betrifft unseren eigenen Glauben an die Auferstehung, das betrifft uns wirklich im Innersten der Theologie und der Kirche. Ne? Und von daher, also da gibt es keine Patentrezepte, aber dass wir uns da auf den Weg machen und Menschen unterstützen in ihren zaghaften Heilungsprozessen, das finde ich ungeheuer wichtig.